Für die FDP-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Oliver Kombatski. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich einmal Klaus Jensen natürlich danken für die letzten 10 Jahre, für die hervorragende und super Zusammenarbeit, gerade in den Themen Küstenschutz und Gänse. Und lieber Klaus, danke für die Zusammenarbeit. Und wir sehen uns im Sommer auf Pellworm und diesmal auch wirklich. Na? Und das ist das eine. Und das andere, Frau Rebmann. Achso, ich wollte auch noch sagen, ich stimme Ihnen insbesondere auch bei den letzten Sätzen zu. Wir als FDP tun das. Und Frau Rebmann, Ihnen möchte ich auch danken. Und zwar einmal, dass Sie den Antrag nochmal vorgelesen haben, somit alle nochmal mit an Bord geholt haben, was hier heute Thema ist. Und Sie sind ja auch wirklich goldig, Frau Rebmann, das muss ich wirklich sagen. Hätten wir das Thema nämlich nur im Ausschuss behandelt, hätten Sie sich doch hingestellt und gesagt, na, sowas muss doch mal ein Landtag. Also wir haben jetzt diesen Generalplan Küstenschutz in den Landtag gezogen. Das ist gut, dass wir heute darüber sprechen und eben auch darüber einen Beschluss fassen. Denn der Küstenschutz ist eine immens wichtige Aufgabe in einem Land zwischen den Meeren. Und wir als FDP-Fraktion begrüßen eben die Fortschreibung des Generalplans Küstenschutz, stellen uns also heute auch mit unserem Antrag und dem Beschluss dazu voll dahinter. Die Sicherheit der an unseren Küsten lebenden Menschen ist von herausragendem öffentlichen Interesse und ist auch künftig zu wahren. Und diese gewaltige Aufgabe erfordert natürlich deutliche Anstrengungen, deren Finanzierung über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz von Bund und Land auch weiterhin sichergestellt bleiben muss. Und Küstenschutz, so steht es auch in unserem Antrag, ist definitiv eine Generationenaufgabe. Küstenschutz rettet Leben und wie wir im vergangenen Monat gesehen haben, ist die Bedrohung von Stürmen nichts, was man einfach ausblenden kann. Mit dem steigenden Meeresspiegel wird auch die Ertüchtigung der Deiche voranschreiten müssen. Wie viele Landesfläche bei ansteigendem Meeresspiegel gefährdet ist, ist wirklich erschreckend viel. Wir haben bereits im Januar ja auch über die Niederung gesprochen. Gerade diese müssen geschützt werden, eben durch die Sperrwerke, durch die Siele, durch die Schöpfwerke. Und auch diese sind Teil des Küstenschutzes und die Deich- und Seeverbände sind auch weiterhin mit ausreichenden Mitteln zu unterstützen. Und darüber sollten wir wirklich in der Tat gerne, Frau Rebmann, im Ausschuss auch nochmal vertieft sprechen. Auch der Katastrophenschutz ist ein wichtiger Bestandteil des Küstenschutzes und muss kontinuierlich weiterentwickelt und unterstützt werden. Gerade im Februar zeigte sich, wie gut unser Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein organisiert ist. Und an dieser Stelle auch nochmal alle, die in diesen Stürmen im Februar da mitgeholfen haben, dass es so glimpflich gelaufen ist. Ich bitte also um Zustimmung zu unserem Antrag und komme zum zweiten Antrag, zum Hamburger Hafenschlick. Und um es da auch ganz klar vorweg zu sagen, der Hamburger Hafen muss natürlich auch in Zukunft erreichbar bleiben. Und deswegen führt an der Baggerei auch kein Weg vorbei. Die Frage ist ja nur, wie soll das sogenannte Sedimentmanagement ausgestaltet sein, damit es auch nachhaltig funktioniert. Der Plan des Hamburger Senats, die Verklappung von Hafenschlick vor Schahörn vorzunehmen, ist auf Druck von diversen Seiten letzte Woche wieder geändert worden. Das ist auch gut so. Es ist auch gut so, dass der Druck da gekommen ist und dass Hamburg da jetzt umüberlegt. Hamburg muss endlich ein langfristiges Sedimentmanagement entwickeln, und zwar in enger Abstimmung mit den Ländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und dem Bund. Hamburg darf da keine Alleingänge machen, meine Damen und Herren. Und natürlich muss das auch im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels und dem Schutz des Wattenmeers geschehen. Und wir haben ja diese Verbringung an der Tonne E3 ermöglicht als Schleswig-Holstein und tun das ja auch weiterhin. Und da sind wir auch wieder beim Thema, da fließt ja Geld, was ja nun in ein Sondervermögen soll. Und auch darüber werden wir hier definitiv noch sprechen, Frau Rebmann, da gehe ich fest von aus. Wir als Freie Demokraten, wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Mittel, insbesondere auch für die Förderung der Küstenfischerei in Elbe und Nordsee eingesetzt werden kann. Und des Weiteren geht es auch um die Förderung des naturnahen Tourismus an der Westküste, die Entschlickung von Hafenzufahrten und um Umweltbildungs- und kooperative Naturschutzprojekte. Diese Diskussion werden wir jetzt auch noch führen. Heute werbe ich auch hier um Zustimmung für unseren Antrag, um auch eben ganz klar in Richtung Hamburg ein Signal zu setzen, dass es so mit solchen Alleingängen halt nicht geht. Dankeschön.